Hallo Kollege, du hast heute an einem wunderschönen Frühlingsvormittag Dienst auf der Regio S-Bahn 2 und wirst diese von Twistringen bis nach Bremen Hauptbahnhof bringen. In Süke hast du eine Standzeit von 5 Minuten, da uns ein Intercity überholt. Rüste nun dein Fahrzeug auf und stelle die ZZ auf RS2 Bremerhaven leer. Gute Fahrt, Hinweis, die Tab-Taste bitte nur hinter der Weserbrücke betätigen. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2019 mit mir, den Philipp, auf der Strecke Münster-Bremen und diesem wunderschönen Szenario von Train FI, was ich ja schon im Livestream gezeigt habe als Preview, das allerdings nicht so ganz funktionierte und der Erbauer hat sich da nochmal dran gesetzt und soweit funktioniert es auch hoffentlich jetzt. Ich fahre es das erste Mal, das neue. Und wir fahren mit diesem wunderschönen Repaint der Nordwestbahn. Flirt 3, der Flirt 3 der Nordwestbahn verkehrt auch als Regio S-Bahn im Bereich Bremen. Und wir starten in Twistringen und schwingen uns rein. CapView Update ist von Syvex auch installiert. Input Mapper selbstverständlich auch. Wir öffnen die Türen. Stellung auf Trittstufe tief. So, Regio S-Bahn, Taste 0, RS2, Bremerhaven, Lehe. Ne. No. Nicht will ich hier aushaben. Sie fahren PZBs an. Hier kommt auch gleich ein Güterzug mit dem 3D-Zugverkehrsback. Das eignet sich auch wirklich sehr gut hier für Szenarios. Der Bahnhof von Twistringen. Hier beginnt und endet die RS2. Schön Sound, 185. Schön auch der Innenraum. Ja, was heißt schön der Innenraum? Standard-Innenraum halt nur mit NWB-Bezug. Natürlich steht da Koblenz Hauptbahnhof dran. Fahren wir heute, ey. Natürlich. So, wir fahren los. Auch so sitzen, so, aber wir sitzen so. Sehr geehrte Fahrgäste, die Nordwestbahn begrüßt Sie recht herzlich in der Regio S-Bahn 2 auf der Fahrt von Twistringen nach Bremerhaven-Lehe über Bremen Hauptbahnhof und wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Das können wir auch, eigentlich kann man einstellen. Das ist hier wie beim 1440 von uns bei der HLB. Da klicke ich immer hier drauf, wenn ich Ansagen sprechen will und gucken, ob das auf innen oder außen ist. Hier kann man rechts außen, links außen ist halt für innen eingestellt. Das kann ich ja auch dann wählen auf dem hinteren Führerstand. Ja, ich habe ja auch schon gelesen, für den 440 kommt auch ein Nordwestbahn-Repaint. Da gibt es auch schon ein Bild dazu. Und dann werde ich das Szenario auch halt klonen und dann halt kann man dann auch mal mit 440 fahren. Es geht halt ganz einfach im Train Simulator. Höchstgeschwindigkeit unseres Zuges ist 160 km/h. Jetzt Pickabel. Also das Szenario, was ich letzte Mal gefahren bin mit der Westfalenbahn, habe ich mit dem Kollegen gesprochen. Er würde es gern veröffentlichen, aber weiß nicht genau, wie das mit den Ansagen dann abläuft, ob es da Ärger gibt oder so. Vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen, ob ihr da auch schon mal Probleme hattet oder so. Das wäre super. Wunderschön die Oberleitung hier. Lassen wir den Flirt an uns vorbeihuschen. Doppelt fahren wir hier. Doppelt. Unser nächster Halt ist Bassum. Wir halten in Bassum, Bramstedt, Süke, Barin, Kirchweihe, Dreie, Bremerhaven.
Bremen-Hemelingen und dann Bremen-Hauptbahnhof. So ein Flirt 1 jetzt noch für ein TS, ey. Das wäre richtig nice, Leute. Achso. Nächster Halt, Basu. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Güterzug fährt los. Ja, das ist ja auch ein Fehler. Ah, nee, Quatsch, ist gar nicht. Doch, hier. Der Mittelwagen ist hier falsch, weil hier sind ja schon zwei Stromabnehmer. Der ist falscher Mittelwagen, Gott sei Dank ist der hier nicht angehoben. Als KI ist der da noch angehoben. Deswegen ist das halt ein fertiger Zugverband. Und wenn ich den hinstelle, dann tausche ich diesen Wagen halt gegen anderen aus. Weil sonst, als KI kommen dann zwei Stromabnehmer angehoben und das sieht aus wie Scheiße. Das sieht aus wie Käse. Das ist kacke. Nächster Halt Bramstedt. Performance, muss ich sagen, ist auch sehr gut auf der Strecke. Thank you.
Nächster Halt, Bramstedt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So viele Szenarien gibt es ja auch noch nicht für die Rollbahn, ne? Ja, die kommen wahrscheinlich alle noch und solche Aufgabenpacks oder so. Bin mal gespannt, wann das Skript-Update kommt für den Flirt 3. Ist auch schon lange angekündigt. Haben wir die abgebügelt? Jo! Eine Hybridlok bestimmt. Eins. Nächster Halt, Sieke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug aufgrund einer Zugüberholung planmäßig Aufenthalt von ca. 5 Minuten einlegt. Die Ablenkung.
auch noch gepasst. Jetzt machen wir kurz Aufenthalt. Machen wir nämlich ein paar Minuten, weil wir hier einen Intercity vorbeilassen müssen. Wir können uns den Bahnhof Süke mal anschauen. Hier übrigens zweigt die Museumsstrecke ab. Hier geht's ab. Nach Eistrup. Platz 3 wieder. Schön. Stellwerk, Süke. Ja, mit Backen Reiner, für Fahrräder mit Unterstand hier. Auto, eine große Anlage hier. Empfangsgebäude. Und hier noch ein paar Häuschen. Viel ist hier auch nicht. Autohaus sogar, ja, Autohaus. Man Autos kaufen. Klar, niederländisches Kennzeichen, natürlich. Also der EC hat schon mal grün, das ist schon mal sehr gut. Hauptsache als Figur sitzen DB-Lokführer drin. Ja, nee, ist klar. Es gibt sonst noch Neues zu berichten. Also wie gesagt, Omsi habe ich ja letztes Mal schon gesagt, was Sache ist. Und ja, Livestreams kommen in der nächsten Zeit auch nicht. Weil sehe ich keinen Sinn zu machen. Warum auch? Gibt es ja irgendwie nicht. Da kann ich auch ein Video machen. Und ja. Ja, die Erweiterung nach Bremerhaven, die hatte ich mal gehabt, aber die habe ich rausgeschmissen. Ich fand die Strecke jetzt nicht so toll, also da waren auch viele Bugs drin und so. Da habe ich die auch rausgeworfen. Aber das fahre ich sowas, ich fahre sowas nicht gerne. Ich fahre lieber eine Strecke, die vernünftig ist, wie Münster-Bremen oder was auch immer. Oder Nebenbahn-Rodachtalbahn, schön mit dem 628. Oder halt Österreich. Ja, genau, da haben wir den Salat. Da gehen zwei Pantos oben, da hat der Zugersteller, Zugzusammensteller Scheiße gebaut. Deswegen, wenn ich den Zug hinstelle, dann schmeiße ich den einen Wagen weg und packe da einen ohne Pantograph hin. Weil das sieht Käse aus. Da kommt er. Das ist die. Rein schiebt.
Können wir schon mal langsam vorziehen zum Ausfahrsignal. Fahr ein bisschen langsamer. Ich habe nämlich keinen Bock auf den 500 Hertz. Dann schleißt du erstmal eine lange Zeit. Jetzt können wir auf 80 beschleunigen. Ausfahrt steht. Schön, dass man hier die Trittstufenhöhe wählen kann beim Flirt 3. Das ist richtig geil. Nächster Halt, Barrieren. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich finde das auch total blöd, dass für diese RS2 keine Originalansagen auf YouTube gibt. Da hätte man schön Originalansagen machen können. Finde ich ein bisschen schade. Güterzug. Ja, es kommt für Trains in World ja jetzt wieder was Neues raus. Eine englische Strecke, mal wieder. Wieder mal bestimmt wieder eine leere Gegend, durch die man fährt. Wieder gleiche Personenwagen, wieder aus dem West Somerset Rail. Warum denn nicht mal ein bisschen recyceln? Tut der Umwelt auch gut. Sage ich jetzt mal so, wieder für 30 Euro verkaufen. Man fährt wieder durch eine leere Gegend. Wie in der Long Island. Ich habe mir die Strecke gekauft. Ich wollte es euch eigentlich vorstellen. Habe es aber dann wieder zurückgegeben. Habe ich gesagt, so ein Mist zeige ich euch nicht. Sag ich mal so, die Umsetzung der Strecke war wirklich gut. Des Zuges auch. Aber es fehlte mir einfach die Umgebung. Es war einfach leer. Man fährt, der kann doch nicht sein, dass wir in eine Millionenstadt wie New York fahren. Und man fährt leer. Keine Autos, keine Menschen, nix. Wie eine Geisterstadt. Und ganz ehrlich, sowas spiele ich nicht. Ich finde, Trains in World, da muss noch echt viel getan werden. Und meines Erachtens sehe ich in diesem Simulator gar kein Potenzial. Wenn da nichts in naher Zukunft gemacht wird, dann bleibe ich doch lieber beim Train Simulator. Ich habe ja gehört, nächstes Jahr kommt Diesel-Loks von Virtual Railroads. Endlich eine schöne 218 Expert Line. Das wäre was. Und nicht diese von Rail Traction, die kannst du ja echt vergessen. Und ja. Also, dieses Englische werde ich mir wieder nicht holen. Wieder irgendwas in der Vergangenheit, wäre es was Neues oder so. Das wäre richtig geil, was Elektrifizierendes, S-Bahn-mäßiges. Das wäre cool, aber nicht wieder irgend so ein Altbacken. Das interessiert mich nicht.
Ich habe Trains in World auch bis auf Weiteres deinstalliert. Also, ne. Gefällt mir nicht. Von den Sounds ganz zu schweigen. Die sind da total kacke. Soll mal mehr in den Train-Simulator investieren hier, DTG. Bisschen was machen. Nicht da, Trains in World. Pff. Wieder jedes Add-on für 30 Euro kaufen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht der Zug? Viel Verkehr hier, sehr gut, so gefällt mir das. Nächster Halt, Kirchweihe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Kirchweihe. Gut pünktlich. Fahrplan ist gut haltbar. Ja, aber wirklich, ja, also Trains im Wald, nee. Hagen-Fintrop fand ich ja noch okay. Ne, also das war wirklich super, aber der Rest, was danach kommt, ey. Man hat nichts aus Fehlern gelernt, nichts. Weißt du, in Train Simulator habe ich die Züge, die es in der Realität gibt, kann ich schön gute Sounds, super Strecken, hier Freeware, Spayware. Und so was, Österreich, Schweiz, Albula, hier Deutschland, habe ich alles da. In Trains im World, da habe ich nur irgend so ein Globetrotter-Mist, weißt du? Hier Amerika, leere Gegend, wenn da wenigstens Betrieb wäre, Menschen, Leben, alles kein Problem, bezahle ich 30 Euro. Hä? Aber nicht, ich zahle nicht 30 Euro für ein Produkt, wo es noch nicht mal eine Sicherheitsfahrschaltung gibt, obwohl die an ist. Zum Zweiten fahre ich nicht hier durch Amerika, wo tote Hose ist. Also, bitte. Grafisch ist das Spiel top, da sage ich nichts. Aber inhaltlich ist es einfach nur schlecht. Dann auch für die Konsole, ja klar, ich setze mich auf der Couch und spiele mit Controller, weißt du? Ich drücke X für Fahren und Quadrat fürs Bremsen oder was? PS4. Pff. Ja, nee, ist klar. Nimm die Konsole gleich noch mit auf der Arbeit, pack mir dann Fernseher hin, ey. Simulatoren gehören auf dem Computer und nicht auf der Konsole. R9, nach Osnabrück. Mit einer 145, da eine 146.1 es leider nicht gibt. Ist ja zu aufwendig, die zu programmieren. Nächster Halt ist Dreie, kurz vor der Weserbrücke.
Münster-Bremen ist wirklich eine Top-Strecke, also kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen. Also super umgesetzt, super Umgebung, wie in der Realität, wie man es kennt als Münsteraner. Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Die bösen GPAs. So. Die bösen GPAs. Nächster Halt. Dreier. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. VR0. Halt erwarten. Ist immer gut. Ja, ich bin doch noch wach. Ein bisschen vorhalten. Jetzt. Halt. Ja. Steht die letzte Tür halt im Dreck. Die vorderste Tür. Macht ja keiner auf. Mip. Ich habe noch kein Bild gemacht vom Flirt hier. Zur Abfahrt vorziehen. Na, nee, brauche ich eigentlich gar nicht abspeichern. Kurz mal eben. Jetzt überqueren wir die Weser auf der Stahlgitterbrücke. Zunächst einmal überqueren wir die Weser-Flutbrücken. Flutbecken. Ja. Einer hat geschrieben. Ach, oh, ja, das Fernsprecher schwebt hier ein bisschen. It's magic, Leute.
Ja, das sind ja so kleine Fehler, die jetzt nicht so gravierend sind, ne? Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer Zugkreuzung zu unserer Weiterfahrt und bei einem Verzögerung und Verständnis. Schade, dass man die Tür hier nicht aufmachen kann. Das ist ja cool. Da kommt er. Der Güterzug. Er kommt hier auf der anderen Seite. Ah, das hat er hier rausgenommen. Das war hier nämlich noch feste Abfahrtzeit. Jetzt hat das halt nicht geklappt. Das ist gut. Ui. Oh, Banto, falscher gehoben beim Kesselwagen. Das geht aber so nicht. So, B für Bremen. An der S-Ständen jetzt würde, da würde ich mir Sorgen machen. Das wäre jetzt nämlich Sagerhorn. Oder halt R für Rotenburg, ich weiß nicht. Hier rechts zwackt jetzt die Umgehungsstrecke ab, die Bremen östlich umgeht, nach Sagerhorn. In Sagerhorn mündet die Umgehungsstrecke wieder in die Hauptstrecke Bremen-Hamburg ein. Dort fährt auch der Flixtrain, der benutzt diese Strecke. Ich weiß nicht, ob der Metropolitan dort auch gefahren ist, das weiß ich nämlich nicht. Ich meine, der hielt auch in Bremen, oder? Wenn das jemand weiß, der kann das ruhig in die Kommentare schreiben, weil auch ich da vielleicht mal ein Szenario ich machen wollte. Oder halt mein Kollege. Weil da müssten wir nämlich da rechts fahren und dann irgendwo da enden. Strecke rechts ab. Jetzt soll ich die Tab-Taste drücken. Oh ja, gut. Dann habe ich das gemacht. Ich speichere jetzt nämlich nochmal ab, kurz. Nochmal drücken, vorsichtshalber. Nächster Halt. Bremen, Hemelingen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, komisch, jetzt hat es geklappt mit dem Befehl. Vielleicht war ich da nicht zu schnell, ich weiß es nicht mehr, warum das da nicht geklappt hat im Livestream. Komisch manchmal. Oh, 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 schon wieder. Ja, aber schönes Szenario, kann man echt runterladen, also kann ich eben empfehlen.
ist der Bahnsteig aber kurz. Ja, hier muss ich die oberen Trittstufen, sonst habe ich gleich im Bahnsteig kleben. Ach, warum geht die Tür jetzt wieder nicht auf? Ah, du dreckiges Mistspiel. Ja, Pech gehabt. Weiter geht's. Ja, sowas regt mich wieder richtig auf. Pech, Hemelingen wird heute ausgelassen. Können wir nicht halten. Alles Bremen, Hauptbahnhof. Jetzt überqueren wir gleich die Strecke aus Richtung Hannover, Nienburg-Weser. Da ist die Strecke da unten. Nächster Halt, Bremen Hauptbahnhof. Übergang zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Bremen Hauptbahnhof. Change here for Regional and Long Distance Trains. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug in Bremen einen planmäßigen Aufenthalt von ca. 15 Minuten hat. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit on the left. So, wir erreichen nun Bremen Hauptbahnhof. Das Ende des Let's Play Train Simulator 2019 mit dem Szenario RS2 nach Bremerhavenlehre von TrainFI. Ich hoffe, das Let's Play und das Szenario haben euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar darunter, wie ihr das Szenario fandet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder im Train Simulator unterwegs sind. Bis dahin sage ich Tschüss. Macht es gut, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen, bis bald. Links zum Szenario selbstverständlich in der Videobeschreibung. Genauso gilt das für das Repaint. Das findet ihr ebenfalls in der PDF-Datei des Szenarios. Das werde ich jetzt nicht auch noch extra verlinken. Ja, warum im Himmelingen die Tür nicht aufging, keine Ahnung. Das ist die imposante Bahnhofshalle von Bremen Hauptbahnhof.
Also wie gesagt, die Münster-Bremen-Strecke funktioniert auch dementsprechend auch nur mit einer 64, mit der 64-Bit-Edition. Es sei denn, 32-Bit macht man die Einstellung richtig tief runter. Ja. Die einfach nach Bremen finde ich immer schön. Finde ich richtig cool. Erix, der Heidesprinter. Zack. Metronom steht da. In Hamburg. Metronom finde ich richtig cool. Das ist schön. Mit Doppelstock. 146. Top Bahngesellschaft. Ist ja das KI-Pack, was man da braucht. Links zweigt die Strecke in Richtung Delmenhorst-Oldenburg-Leer ab und die in Hude abzweigende Strecke nach Nordenham. Geradeaus geht es in Richtung Hamburg. Und weiter in Richtung Bremerhaven-Lehe und weiter nicht elektrifiziert Richtung Cuxhaven. Ich sag dazu immer Cuxhaven. Endstation. Na gut, dass die Türen hier aufgehen wenigstens. War auf jeden Fall ein schönes Szenario. Ich danke an TrainFI für dieses schöne Szenario. Super gemacht. Top KI-Verkehr, kann ich nur sagen. Wärmstens zu empfehlen. Und freue ich mich auf weitere Szenarien von dem Erbauer. Und natürlich auch alle anderen Erbauer. Amisia, Lucky Goat. Und so. Oder absolutes Chaos. Ist auch mal am besten. Gut gemacht. Und mein Kollege den Zug bis Bremerhaven. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.